Bericht, wenn ich richtig zähle, ist es Folge 38. Es geht um die Frage, wie korrigiere ich digital? Ich gehe mal davon aus, ich habe ein Textdokument, das ich korrigiere, und ich möchte dazu jetzt vier Möglichkeiten für Korrekturen und Feedback vorstellen. Die erste Möglichkeit ist, ihr nehmt ein Textverarbeitungsdokument. Ich habe jetzt hier Word geöffnet. Und ihr benutzt hier die entsprechenden Funktionen. Ich denke, damit sind sehr viele vertraut. Also wie, was meine ich mit den entsprechenden Funktionen? Ich gehe hier auf Überprüfen und füge ein Änderungen nachverfolgen. Was das macht, ist, wenn ich jetzt hier etwas ändere, also an der folgenden Kriterienliste, dann kann die Veränderung nachvollzogen werden. Also man merkt, wer es gemacht hat, wann es gemacht worden ist und was geht. Ich kann so auch Fehler gleich korrigieren. Also wenn das jetzt falsch wäre, dann könnte ich hier direkt das ihr und so ist deutlich, wo der Fehler war, was die Korrektur ist. Das ist wohl die einfachste Variante, um Texte zu korrigieren. Ich kann mit Kommentaren auch Anmerkungen hinterlassen. Das geht in Word okay. Es ist in Google Docs noch ein bisschen eleganter, weil dann auch die Antworten auf die Kommentare übersichtlicher sind. Aber grundsätzlich ist es das, was ich brauche. Ich muss Fehler markieren können. Ich kann Kommentare hinzufügen. Ich kann natürlich auch Texte markieren. Wenn ich hier wieder zurück auf Start gehe, dann kann ich hier was farbig markieren, wenn es hervorgehoben werden sollte. Aber vielleicht ist es sinnvoller, gleich einen Kommentar zu hinterlassen. Der Kommentar fügt ebenfalls eine Markierung in meiner Farbe hinzu. Ich bin jetzt rot. Die nächste Person, die es bearbeiten würde, hätte eine andere Farbe. Das lässt sich auch einstellen, aber welche Farbe das ist, ist nicht wirklich entscheidend. Also, das wäre so das erste Verfahren. Ihr nehmt Word, arbeitet mit dem Überprüfen-Modus und korrigiert so die Texte durch, schickt sie zurück. Ihr könnt auch längere Paragraphen, also ich kann hier auch was völlig Neues hinschreiben. Also wie viel braucht man? Also ihr könnt auch das Dokument wirklich verändern. Zweite Möglichkeit, ich gehe zu Adobe Acrobat. Und das ist so das Standard-PDF-Tool. Also wir gehen jetzt davon aus, ihr habt nicht ein Word-Dokument bekommen, sondern ein PDF. Und ihr möchtet da dasselbe machen können. Und da gibt es, wenn ihr Adobe Acrobat Pro habe ich jetzt, wenn ihr dieses Tool benutzt, dann könnt ihr sehr elegant Texte kommentieren. Und das geht aber auch mit vielen anderen PDF-Programmen. Da muss man sich ein bisschen beraten und helfen lassen, wie das geht. Also ich wähle hier auf der rechten Seite Kommentieren als Funktion aus. Und dann erscheint, jetzt wir warten kurz, erscheint ein Menü, das mir hier viele Möglichkeiten gibt. Also ich kann beispielsweise ein Wort durchstreichen und auf der rechten Seite kann ich gleich dazu noch eine Begründung hinschreiben. Also zum Beispiel sowas und kann das dann beitragen. Und dann ist das jetzt hier ein Kommentar dazu. Ich kann einen Text auch unterstreichen. Ich kann dann ebenfalls einen Kommentar hinterlassen. Ich kann einen Text mit Leuchtstift markieren. Und ich kann auch einfach nur einen Kommentar hinterlassen. Das ist grundsätzlich weniger hilfreich, weil die Kommentare nicht direkt an den Text angebunden sind. Also es ist besser, durchstreichen, unterstreichen, markieren nehmen. Und ihr seht auch, das hat dann schön unterschiedliche Farben. Ich kann das auch sehr gut für unterschiedliche Funktionen von Korrekturen in Texten verwenden. Wenn ich die Rückmeldungen von Kolleginnen und Kollegen, die lange Jahre auf Papier korrigiert haben, höre und richtig verstehe, dann gibt es aber immer noch so ein gewisses Unbehagen, entweder mit Textverarbeitungsprogrammen oder mit PDF-Programmen zu korrigieren. Und die Lösung dafür ist so ein digitaler Stift und ein Tablet und dann darauf handschriftlich die Korrekturen auf diesen digitalen Dokumenten vorzunehmen. Wie das geht, zeige ich euch auch gleich. Und zwar
ist das jetzt gespiegelt von meinem Tablet. Also ich mache das mit QuickTime, wie ihr seht. Ihr seht jetzt das, was auf meinem Tablet drauf ist. Und ich kann jetzt hier, das ist ein Tool auf dem Tablet, das heißt GoodNotes. Ich zeige das auch gleich kurz. Das ist das hier. Also GoodNotes heißt das. Und ich kann jetzt hier mit Leuchtstift gewisse Dinge markieren. Das habe ich jetzt also. Und natürlich dann mit einem Stift. Ich nehme den jetzt sehr fein. Irgendwas reinschreiben. Meine Handschrift ist ohnehin nicht besonders schön. Das zeigt sich natürlich auch hier. Und ich kann mit verschiedenen Farben diesen Text korrigieren, als ob es einfach ein Aufsatz wäre, als ob es Papier wäre. Und habe auch die Möglichkeit, wenn man es nicht so genau trifft, kann ich hier auf eine Vergrößerung klicken. Und jetzt kann ich bei, wenn ich jetzt das CEO nehme, dann könnte ich auch ganz schön hier was reinmalen, wenn ich da Lust hätte. Also ich kann jetzt sehr fein auch die Buchstaben treffen und kann das auch verschieben, so dass ich eigentlich jeden Bereich des Textes so markieren könnte. Also das wäre die dritte Möglichkeit, sich ein Tablet mit einem Stift zulegen. Ich benutze ein iPad und zwar geht das jetzt auch mit den günstigen iPads. Man braucht kein iPad Pro mehr. Und der Stift kostet ungefähr 100 Euro. Der funktioniert aber sehr gut und ich kann das nur empfehlen für Korrekturen. Ich benutze es auch sehr häufig, um Formulare auszufüllen, um Notizen zu machen auf einem Gerät, das dann so flach da liegt und nicht aufgestellt ist. Die letzte Möglichkeit, die ich euch kurz erklären möchte, habe ich im Blog schon präsentiert. Und vergessen Sie aufzurufen hier. Ihr seht da, gibt es manchmal Pannen bei den Aufnahmen. Also ich werde das den Text dann unten verlinken, aber hier ist er. Er heißt Video Feedback für Zoom oder wie Camtasia. Und ich gehe dann durch den Text durch. Der Das ist allerdings sehr mühsam, Digifernunterricht, wenn ihr zuerst alles ausdrucken müsst, dann korrigieren. Also ich gehe jetzt davon aus, ihr wollt ein digitales Dokument bearbeiten. Und dann gehe ich am Computerbildschirm durchs Dokument durch und erkläre dem Schüler oder der Schülerin, die den Text geschrieben haben, wo ich Verbesserungspotenzial und wo ich Probleme sehe. Wenn ihr da den Beitrag anschaut, seht ihr hier auch ein konkretes Beispiel von mir, wie das dann letztlich funktioniert. Fasse kurz zusammen. Erstens, für Korrektur könnt ihr Word benutzen, PDF-Programme oder dann ein Tablet, auf dem ihr wirklich auch handschriftliche Notizen anfügen könnt. Und fürs Feedback im Digifernunterricht empfehle ich sehr, ganz kurzes Videofeedback zu machen, zu Texten und die Korrekturen so auch zu ergänzen. Dann müsst ihr auch nicht wahnsinnig viel noch Text hinschreiben, sondern ihr könnt recht schnelle Korrekturen machen. 3-minütiges Video und die Korrektur ist so abgeschlossen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.